Hallo Nosy Rosies! Ich bin der Sven und heute ist Samstag. Ja, zuerst möchte ich euch was zu den Änderungen erzählen. Ihr habt ja mitbekommen, wir Jungs sind jetzt festes Bestandteil hier im Team. Super Sache. Ihr habt uns, also ihr habt mich beziehungsweise auch sehr gut aufgenommen, wie ich das in den ganzen Kommentaren lesen konnte. Ich war wirklich überwältigt davon, dass so viel positives Feedback zurückkam. Hat mich sehr, sehr gefreut. Nächste Woche ist ja dann der Daniel hier am Samstag für euch, wir wechseln uns ab. Und deshalb werden wir auch nur noch ein Wochenthema bequatschen. Und nicht mehr so wie in meinem letzten Video, habe ich ja zwei Wochenthemen durchgenommen. Genau. Die Haare sind ab, wie ihr sehen könnt. War gestern Abend ein kleines Missgeschick. Sollte gar nicht so kurz werden, wie es geworden ist. Ist passiert. Ja, dann kommen wir auch schon direkt zum Wochenthema. Das Wochenthema diese Woche lautet, was soll man tun, wenn man merkt, dass jemand ist in einen verliebt, obwohl man in einer Beziehung ist, oder man selbst ist in jemanden verliebt, der in einer Beziehung ist. Es ist ein schwieriges Thema, es gibt bestimmt auch keinen Masterplan, wie man aus der Situation rauskommt. Es ist ganz individuell auf jeden selbst zugeschnitten, wie man sich in so einer Situation verhalten soll. Für mich ist jedoch klar, ich würde mich gar nicht einmischen. Ich würde das, wenn die Beziehung läuft und ich bin jetzt in jemanden verliebt, ich würde mich nicht dazwischen drängen. Genauso wenig würde ich mich dazwischen drängen, wenn die Beziehung nicht läuft und die einfach unglücklich sind. Das ist denen ihre Sache, das ist ihre Geschichte. Für mich ist es wirklich außer Frage, dass ich dann da irgendwie hingehen würde und sagen würde, hey, du bist unglücklich, komm, wir beide werden viel glücklicher. Das gehört sich nicht. Also das ist wirklich auch eine Sache von Anstand, egal wie verliebt man ist. Also für mich ist es so, ich würde es nicht tun. Genauso wenig würde ich mir wünschen, dass irgendwelche außenstehenden Leute sich in meine Beziehung einmischen, egal wie glücklich oder unglücklich wir wären. Ja. Das Thema ist schwer, man kann nicht wirklich irgendwie dazu was sagen. Es muss jeder selbst für sich entscheiden, wie er mit dem Thema umgeht. Für mich steht jedoch an oberster Stelle, dass ich mich nicht einmischen würde. So, viel zum Wochenthema. Ja, dann möchte ich auch noch kurz auf eure Kommentare eingehen zu dem farblich sortierten Bücherregal. Eigentlich wollte ich heute mein Video in der Küche drehen, dachte dann aber, naja, ihr habt so oft über dieses Bücherregal gesprochen, dass ich einfach nochmal hier sein muss. Das Bücherregal ist jetzt erst vor kurzem so entstanden, also man kann vielleicht sehen, es geht dann auch noch hier weiter ins Schwarze, oben ist es ein bisschen unordentlich. Und hier geht es natürlich dann auch noch so hoch, da oben sind die Spiele. Ja, früher, als ich in meiner WG gewohnt habe, hatte ich das, meine Bücher alle Themen sortiert. Also da gab es dann Romane, Fachbücher, eben Krankenpflege, Altenpflege, Gesundheitswesen und eben auch diese ganze Queer-Theorie-Sache und Coming-out-Ratgeber und so, das war alles zusammengepackt. Viele verschiedene Farben in einem Thema, ist logisch. Und genauso war das auch bei meinem Freund, also er hatte das auch eher Themen sortiert. Jetzt, wo wir hier in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen sind, haben wir uns überlegt, naja, wir haben so viele Bücher und wir haben auch einiges doppelt, wir müssen uns irgendwie ein anderes Konzept ausdenken. Und dann habe ich halt hier mitten im Umzug dann angefangen, das einfach mal farblich zu sortieren. So ist es geblieben und bleibt es auch immer noch. Und das hier sind halt die Bücher, Romane und dieses Queer-Theorie-Zeug und verschiedene Lexika und so weiter. Und im Arbeitszimmer stehen die ganzen Fachbücher in meinem Bereich und auch in seinem Bereich. Ja, das ist die ganze Sache hinter dem Bücherregal. Ist gar nicht so schwer selber zu machen, weil ja auch einige wissen wollten, wie man das macht. Einfach sich mal 2 Stunden Zeit nehmen. Ja. So viel dazu. Ich freue mich wirklich auf das Video von Daniel nächste Woche. Bin sehr gespannt darauf und verabschiede mich jetzt
und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich fahre jetzt nach Kassel. Bis bald. Tschüss. Hallo Nosy Rosies. Ich bin das. Und ganz wichtig, nicht vergessen, hier abonnieren und hier kommentieren. Tschö.